Der Halbschlittschuhschritt ist die Urform der Skating-Technik. Aus ihm entwickelten sich alle anderen Skating-Techniken. Der Halbschlittschuhschritt ist im Vergleich zu anderen Techniken kraftsparend. Er eignet sich als Kurvenlauftechnik im Freizeitbereich und ist auch im fallenden Gelände laufbar. Beim Halbschlittschuhschritt bleibt ein Ski in der Spur. Der andere Ski wird seitlich vorne ausgestellt. Der einseitige Beinabstoß und der gleichzeitige Stockeinsatz erzeugen den Vortrieb. Das gesamte Gewicht verlagert sich dabei auf den Abstoßski. Dabei gilt, je höher die Geschwindigkeit, desto kleiner ist der Scherwinkel. Die Hand wird beim Schub nach hinten geöffnet und der Stock mit den Fingern geführt. Der Arm schwingt anschließend aktiv nach vorne bis auf Augenhöhe. Der Stock kehrt dabei in die Hand zurück. Der Halbschlittschuhschritt ist die Basis für viele andere Skating-Techniken und sollte deshalb von jedem Langläufer beherrscht werden. Rollerfahren mit einem Ski hilft dabei, das Gleichgewicht optimal über dem Gleitski zu positionieren. Kinn, Hüfte, Knie und Fußspitze bilden beim Gleiten eine Linie. Bei Einsteigern ist der Halbschlittschuhschritt eine Methodik zur Verbesserung der Gleitposition und zur Schulung des Gleichgewichts. Die Bewegung sollte zunächst ohne Stöcke trainiert werden. Jetzt werden die Stöcke ins Training integriert. Wenn der Halbschlittschuhschritt im ganz leicht fallenden Gelände geübt wird, muss kein Vortrieb erzeugt werden. Der Sportler kann sich voll auf das Gleichgewicht konzentrieren. Erst wenn sich der Langläufer sicher fühlt, sollten der Bewegungsumfang und die Geschwindigkeit gesteigert werden. Bei Fortgeschrittenen dient der Halbschlittschuhschritt als systematische Vorbereitung für das Skating 2-1 am Berg. Der Rhythmus und die Gewichtsverlagerung ähneln der Technik und helfen beim Erlernen des Bewegungsablaufs. Richtig ausgeführt ist die Technik sehr leicht laufbar und kraftsparend. 1987, als das Skating noch in den Kinderschuhen steckte, perfektionierte der Italiener Mario de Solt den Halbschlittschuhschritt und gewann so bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf Gold über 50 Kilometer. Weitere Expertentipps findet ihr in den anderen Videos des Deutschen Skiverbandes. Viel Spaß beim Reinschauen und Ausprobieren!